Servus und Hallo bei Under the Silver Screen mit mir dem Martin und einer weiteren Review. Heute soll es gehen um unsere kleine große Farm. Eine Dokumentation, die im Moment auf Amazon Prime zu streamen ist. Und ähm, ja, wir begegnen in diesem Film der Molly und dem John. Ähm, die wohnen in Los Angeles und äh, adoptieren einen Hund, den Trot. Ähm, aufgrund des Verhaltens des Hundes, äh, ja, das ist halt nicht so ganz einfach. In einer Wohnung. <laughs> Wenn ein Hund sich so benimmt, wie der Tod das so tut. Und ähm, ja, somit äh, verlieren sie ihr Appartement. Also sie müssen ausziehen und äh, da fällt dem John ein, die Molly hat einen Lebenstraum. Die Molly möchte gerne auf einer Farm leben. Ähm, und zwar nicht irgendeine Farm, sondern eine ganz spezielle Farm. Also sie möchte sich eine, eine Farm bauen oder aufbauen, die ja so ist wie sonst keine. Also als absolute Paradies auf Erden. So, so stellt sie sich das im Grunde vor. Und ähm, ja, der John und die Molly beschließen, das, diese Räumungsankündigung äh, als Anlass zu nehmen, um sich ja, ihren Traum im Grunde zu erfüllen. Ähm, wir begleiten die John, den John und die Molly <laughs> äh, über die nächsten acht Jahre, wie sie sich diese Farm aufbauen, mit allen Rückschlägen und mit allen Schwierigkeiten, die so äh, ja, Farm mit sich bringt. Ähm, Sie kriegen dabei Unterstützung von so einem Ort, ja, guru der ähm, mit Ihnen gemeinsam diese Farm aufbaut auf äh, gewissen ja, Grundpfeilern, die Sie so befolgen. Ähm, ja, und somit haben Sie dann mit ganz vielen Dingen zu tun, die ihr er so erleben auf der Farm. Ähm, ja, spannend machen. Somit äh, haben wir da ein Setup für eine Dokumentation. Die, ähm, ja sehr aktuelles aufgrund des Themas, das da so behandelt wird eben biologische Landwirtschaft äh, ja Nachhaltigkeit und so weiter ähm, wirkt sich da natürlich auf die Produkte aus, die aus dieser Farm dann rauskommen. Aber ist es da eigentlich das Interessante in dem Film? Ich entgegne nein, das ist nicht das Interessanteste in dem Film. Das Interessanteste in dem Film sind ganz sicher die wahnsinnig gelungenen und tollen Aufnahmen. Der John ist nämlich an sich Tierfotograf bzw. Tierfilmer und das sieht man. Das sieht man in dem Film wirklich, die Aufnahmen, die da gezeigt werden, von dieser Farm, von der, von der Tierwelt, von der Fauna, äh, von der Flora, sensationell. Also, das ist wirklich Wirklich ganz, ganz groß, ähm, die, die Bilder, die uns da serviert werden, ob das jetzt Nachtaufnahmen sind oder ob das jetzt rahmen sind oder, ähm, oder, oder Bilder vom Arbeitsalltag, was auch immer das ist, ähm, die sind wirklich auf sehr, sehr hohem Niveau gefilmt und wirklich, wirklich schön. Grundsätzlich kriegt man wirklich Lust, ähm, dort einmal hinzufahren und sich das Ganze anzuschauen, wie das dann wirklich im Endeffekt aussieht. Man kann diese Farm besichtigen. Ähm, man kann sich das anschauen, da gibt es Tours und so weiter. Also, man braucht es dann, wenn man den Namen hört, ähm, dieser, dieser Farm im Film da eigentlich nur mal ganz kurz in, auf, auf äh, Meister Google verlassen und da kriegt man relativ gute Auskunft, was die Farm an sich so kann. Also, die ist recht bekannt. Ähm, die Tieraufnahmen, wo man mal ganz äh, kurz dabei sein. Das wird wirklich, also, das ist ein Film für Menschen, die grundsätzlich sowas gern sehen. Und da meine ich jetzt nicht unbedingt nur die schönen Tieraufnahmen. Also, da sieht man schon, Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt sägen möchte. Aber es gehört halt alles irgendwo dazu. Farmleben ist halt nicht immer nur Happy happy sondern da gibt es auch oft einmal auch, auch Tod und Zerstörung und so. Deswegen äh, große Warnung an der Stelle, wer sich mit dem nicht anfreunden kann und bitte nicht anschauen. Aber grundsätzlich ist das schon ein Film, der eindeutiger Zielgruppe hat. Nämlich Menschen, die grundsätzlich so eine Tierdokus recht gern mögen. Damit kann man dann sicher auch was anfangen. Haut super hin. Was ich gern noch viel mehr gesehen hätte bei dem Film, und deswegen kriegt er dann auch die Wertung, die er kriegt, ist tatsächlich der Background. Nämlich, wie funktioniert denn das? So ein so eine Farm auf diesem Prinzip aufzubauen. Das wird so ein bisschen erklärt, das wird auch. Gezeigt grundsätzlich, dass es eben darum geht, möglichst vielfältig unterwegs zu sein, was man haben sollte, warum gewisse Sachen sein müssen oder gewisse Sachen so sein sollen, wie sie eben sein. Das kommt mir aber teilweise ein bisschen zu kurz einfach, weil man hat so ein bisschen das Gefühl, man möchte als Filmemacher dann die Menschen nicht überfordern, nicht langweilen mit irgendwelchen... Äh, biologischen Gequatsche an der Stelle. Davon hätte ich aber tatsächlich noch viel mehr gern gehabt, weil ich das gern verstehen würde, wieso ein Ökosystem in so einer Farm, auf so einer Farm und auf, mit so einem Konzept eigentlich überhaupt funktionieren könnte. Ähm, wie gesagt, es gibt dann Szenen, wo kommen dann Enten und Schnecken und so weiter ins Spiel, also das, das passt dann schon. Aber generell beim Aufbau Wäre ich gerne ein bisschen mehr dabei gewesen. Wie funktioniert das? Wie kann man sich das so bauen? Kann aber natürlich auch daran liegen, dass man jetzt nicht alles unbedingt verraten will, wie das dann da so funktioniert. Trotzdem, ja, dann muss ich halt auch das System an der Dokumentation irgendwo ein bisschen in Frage stellen, weil äh, dafür ist Adoku da. Adoku ist nicht nur für schöne Bilder da. Davon hat der Film mehr genug. Adoku ähm, ist vor allem dazu da, so verstehe ich Adoku halt. Ähm, die soll mir was Neues erzählen. Das soll, soll mir im Grunde dort abholen, wo ich stehe und mir da ein bisschen weiterhelfen, ein bisschen weiterbauen, ähm, mir ein Ding zugänglich machen, von dem ich gar nicht gewusst habe, dass mir das eigentlich überhaupt interessiert. Ähm, das schafft die Doku nur so bedingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber trotzdem bin ich interessiert genug, dass sie von der Farm mehr wissen will. Und damit äh, ist eigentlich. Ja, der Zweck dieser Doku höchstwahrscheinlich an dieser Stelle erfüllt. Das ist halt im Grunde, das muss man schon wissen, die ganze Machart von dem Film ist halt schon eher so ein bisschen, wie soll ich sagen, Home-Video, aber bitte nicht negativ. Die Bilder sind ein Hammer. Also wirklich, wirklich ein Hammer. Aber die Storytelling an sich, also das ist jetzt nicht mehr wie grundsätzlich so ein bisschen Tagebuch. Da wäre. Ganz sicher sogar. Äh, wahrscheinlich mehr kommen. Ja. Ähm, aber das ist ja nur meine Vermutung. Fazit: Den Film lege ich wirklich jedem ans Herz, der grundsätzlich gern Tierfilme mag, der sich für solche Dinge wie gesunde Ernährung, wie Nachhaltigkeit ähm, interessiert, der sehen will, wie man aus nichts vieles machen kann. Ist aber sicher nicht für die da, die dann wirklich tiefer in die Materie der der biologischen Landwirtschaft eintauchen wollen, dafür gibt es dann wahrscheinlich andere, bessere Streifen oder bessere Dokumentationen, der ist einfach nur einfach lieb. Der ist echt lieb, der ist äh, positiv, du hast da echt ein gutes Gefühl, wenn, wenn, man, wenn du dir den anschaust und ähm, man kriegt Lust auf gesund. <laughs> und das ist doch eine gute Sache. Und deswegen kriegt unsere kleine, große Farm a äh, 7 von 10 Punkten von mir, weil ich wirklich sagen muss, der ist echt nett, der ist wirklich lieb, der hat mich überrascht. Ich bin da an der Stelle sehr, sehr dankbar an meine Kollegin, die Steffi, die mir den Film empfohlen hat. Ich hätte den selber so sicher nie angeklickt, durchaus äh, echter Überraschung, weil wirklich, also der macht ein gutes Gefühl, der ist schön, der ist lieb, nur eben als Dokumentation. Ja, wenn ich jetzt wirklich da hingehe und sage, und da möchte ich jetzt wirklich was Neues lernen und neue Dinge erfahren und mich da in die Materie wirklich reinhauen, das kann er nur so bedingt. Das kann er nur so bedingt, reißt aber wieder ein bisschen die Machart dann raus, weil er einfach dermaßen kompetent und dermaßen gut ausschaut. Das äh, ist einfach das, was ich zu unserer kleinen, großen Farm sagen möchte. Und damit möchte ich mich dann auch schon wieder ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Wird euch und ciao.